Halli, hallo, hallo, liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Sa aus Dessau mal wieder für euch und dieses Mal und die nächsten Male wird es ein Video im Sitzen geben. Das Schöne ist, ihr seht hier auch mal den unteren Bereich meines Stufenregals und ich mache das eigentlich wie jeder YouTuber vor einem Stufenregal. Yeah. Nerd zu sein oder ein Nerd zu sein ist ja in den letzten Jahren ziemlich in geworden, nicht zuletzt durch The Big Bang Theory. Es gibt Leute, die nennen sich Nerd und es gibt Leute, die leben das. Ich sag schon im Voraus, wenn euch was fehlt in diesem Video, dann schreibt es mir unten in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Dann freue ich mich natürlich über eure vielen Daumen nach oben und über eure vielen Kommentare. Und vielleicht gibt es dann sogar einen zweiten Teil. Der Nerd. Aus dem Englischen Computerfreak oder ursprünglich auch als Sonderling. Ist eine Bezeichnung für begabte, an Spezialinteressen hängende Menschen mit sozialem Defizit. Das Wort weist von kontextabhängig anerkannte oder abwertende Anklänge auf. In Computerkreisen gilt es als echtes Kompliment. Also positiv gesehen ist der Nerd in seiner sozialen Gruppe, in der er sich befindet, anerkannt und toleriert. Negativ gesehen aber in der sozialen Welt oder in einer sozialen Gruppe dann eher als Sonderling behandelt. Das kennt ihr bestimmt alle da draußen. Die Frage ist, was tun Nerds eigentlich oder was macht es aus, ein Nerd zu sein? Meiner Meinung nach. Es gibt ja mehrere Nerd-Klischees. Eins davon zum Beispiel ist, dass Nerds nie rausgehen. Das stimmt nur teilweise, finde ich, weil es gibt schon, wenn man in einer bestimmten Nerd-Gruppe ist, dann trifft man sich auch mal draußen. Zwar um Pokémon Go zu spielen, aber man trifft sich draußen. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn man alleine ist oder wenn man als Nerd alleine ist und keiner Zeit hat, dann bleibt man dann auch schon mal drin bei so Bombenwetter wie in der letzten Woche. Ich hatte das auch mal so vor 2-3 Wochen, da war so Bombenwetter draußen und keiner hatte Zeit, keiner hat zurückgeschrieben und dann habe ich gesagt, okay, gehst du jetzt alleine raus oder levelst du einfach deinen Charakter bei Injustice 2? Ich meine, den kann man auch umziehen, also luftig anziehen und mit ihm spazieren gehen. Das kann man jetzt nur nicht, aber trotzdem, ich habe dann lieber meinen Charakter gelevelt. Nerds freuen sich auch über Dinge, die neu rauskommen, wo andere nur den Kopf schütteln. Bestes Beispiel, die kam jetzt als Neues raus. Lego Dimensions Figuren. Das sind eigentlich nur Lego Figuren mit einem kleinen Plättchen unten drunter. Darüber freuen sich Nerds. Oder auch über die Pop-Vinyl-Figuren, die neu rauskommen. Wie hier hinten der Doktor oder ich gehe mal kurz runter. Game of Thrones, das ist übrigens mein Wunschende. Ich habe die mir schon so hingestellt, wie ich mir Game of Thrones wünsche. So, jetzt stelle ich die beiden hier. Das ist Hermine und das ist Robin aus dem Batman-Lego-Film. Stelle ich mir jetzt hier hin. Vor die Kamera und die können wir jetzt zugucken. Ich habe noch etwas vergessen, nämlich die Loot Chest. Es freuen sich Nerds auch gerne über Loot Chests oder über Geekboxen oder Nerdboxen, welche auch ihr abonniert habt. Über das freuen sich Nerds auch mächtig. Einfach eine Box und man weiß nicht, was drin ist. Obwohl es bei der Geekbox wirklich so ist, dass man sich das Genre aussuchen kann, aber ich meine das jetzt so allgemein, dass sich einfach Nerds drüber freuen, wenn eine Box ankommt, wo man einfach übelst viel Nerd-Stuff drin hat. Übrigens, falls es euch aufgefallen ist, dieses Mashup-Shirt habe ich auch aus einer Loot-Chest. Die Loot-Chester unter euch wissen, welches T-Shirt das ist. Das ist ein Mashup-Shirt aus Dr. House und Dr. McCoy oder aus Star Trek. Und das fand ich so toll damals, weil es ist echt dieser Schriftzug von Dr. House und ich suchte ja Dr. House zur Zeit wieder gerne und ich habe wirklich mal was von Star Trek. Es ist Wahnsinn. Jetzt komme ich auch gleich zum nächsten, denn Nerds haben Merch zu Hause stehen. Merchandise-Produkte von sämtlichen Universen, von denen sie sich interessieren. Für dieses Thema oder für dieses Universum, für den sie sich interessieren, geben sie meistens massig Geld aus. Seien es Collectors Edition,
Sammeledition oder Limited Edition oder Ultimate Limited Edition wie bei Injustice 2. Man gibt wirklich sehr viel Geld aus für Sachen, die man letztlich vielleicht braucht, aber vielleicht auch nicht, weil wie diese Pop-Vinyl-Figuren, die sammle ich ja auch einfach nur. Unsere Lego Dimensions-Figuren, die mit denen spielen wir ja auch. Wenn ihr mal sehen wollt, wie das Ganze so funktioniert, dann könnt ihr es mir hier unten in die Kommentare schreiben, dass ihr das mal von mir sehen wollt oder meine ganze Lego Dimensions-Sammlung. Was ich denn schon alles davon besitze. Und weiter mit dem Video. Wenn sich Nerds für ein Thema interessieren oder für ein Universum interessieren, dann meistens wirklich mit vollem Herzen und sie wissen auch meistens alles über dieses Universum. Was bei mir jetzt zum Beispiel Game of Thrones wäre, wo ich fast alles weiß, mir fast alles aneigne, was ich nur kann. Was bei mir natürlich auch noch ist, ist Harry Potter. Das ist meine Religion und das hat mich auch zum absoluten Nerd gemacht. Nerds haben Insider. Benutzen Serien, Games, Filmzitate und entwickeln sogar ihre eigene Sprache, das Außenstehende sie gar nicht verstehen. Valar Morghulis. Man kann sich als Nerd natürlich auch für ganz viele unterschiedliche Sachen gleichzeitig interessieren, seien es Comics, seien es Games, seien es Serien, Filme und alles, aber man weiß überall auch irgendwas und man verbringt auch gerne den Tag zu Hause, um sich einfach mal eine Staffel oder irgendwas anzugucken, wirklich zu suchten. Da komme ich gleich zu dem Punkt, dass Nerds sich bei ihrer Sache, für die sie Feuer und Flamme sind, gleich einmal stundenlang in einem vertiefen können. Sei es zocken, sei es Serie gucken. Man merkt dann auch nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Und dann kann es gleich mal sein, dass man gerade richtig Feuer und Flamme für ein Spiel ist und dann sind gleich mal 3 Stunden weg und man hat es überhaupt nicht gemerkt. Oder man guckt eine Serie und möchte auch unbedingt wissen, wie es weitergeht und dann sind gleich mal 6 Stunden weg und man hat es einfach nicht gemerkt. Es ist kein Klischee mehr, dass Nerds immer Außenseiter sind. Das stimmt durch die Popularität des Nerdes in der Gesellschaft nicht mehr so sehr. Nerds verkleiden sich oft als ihr Lieblingscharakter. Das nennt man dann Cosplay, aber das kennt ihr ja auch alle und habe ich ja auch selber schon durch. Nerds können ihre Lieblingssongs, die Intros, ihre Lieblingsserien, Spiele und sonstiges meistens gleich erkennen, mitsingen oder mitsummen. Also ich muss ehrlich sagen, ich war vor ein paar Jahren noch aus dem Nerd-Geschehen vollkommen raus, weil ich mich zu sehr verbogen habe. Ich bin jetzt aber froh, wieder in dem Nerd-Geschehen oder in meinem Nerd-Dasein wieder vollkommen angekommen zu sein und einfach wieder ich selbst zu sein. Das war's mal wieder von mir und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann fleißig Daumen nach oben drücken und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt oder noch mehr Nerd-Videos sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell. Und nicht vergessen, aktiviert die Glocke, dann seid ihr wirklich informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche, ein schönes Nerd-Life weiterhin. Tschüssi!